Hallöchen. Nochmal ein weiteres Update zum Commodore A520. In dem anderen Update, in dem vorherigen hier, habe ich ja gesagt, ich habe den Q2 in Verdacht und die Beschaltung hier hinten dran. Kann ich auch ausschließen, weil die Kondensatoren sind okay, die habe ich gemessen. Bis auf den 47P. Der ließ sich sehr schwer messen. Mal ging's, mal sagte er mir Widerstand, was auch immer. Den habe ich jetzt mal ersetzt gegen ein 9 und den 1 Nano habe ich auch mal gegen ein 9. Den 10 Nano habe ich leider nicht. Spule passt. Messe ich zwar als 40 Mikrohenry, aber das scheint wohl vom Tester abhängig zu sein. Weil ich habe beide ausprobiert, ich habe beide sagen dasselbe. Widerstände sind okay. Der 910 passt genau Punkt 910 Ohm und der 3,3K hat 3,297K. Also passt auch. Es sind jetzt keine Hochpräzisionswiderstände, also passen. Den Q2, ja, hier läuft die Waschmaschine. Der Q2 habe ich getauscht mit Q1. Gegeneinander getauscht. Eventuell noch ein Ticken schlechter geworden. Also ein bisschen weniger blau drin als vorher. Also der ist es auch nicht. Weil der hat ja funktioniert. Der ging ja auf den RF-Out. Der funktioniert auch. Was ich aber in Verdacht habe, ist der Quarz. Ich habe den nämlich mal ausgelötet und mal ein 8 MHz reingelötet. Und ich hatte zwar kein Composite-Out mehr, hier direkt raus, aber über den RF-Out, über den Antennenausgang, habe ich ein Signal. Und das passt. Gut, es ist nicht sehr hell und ist nicht sehr schön, aber die Farben passen. Es sind alle drei Farben da, es passt alles. Und ich habe jetzt den Quarz in Verdacht. Da habe ich schon 9 bestellt bei eBay. 3 Stück für 3,99 mit 4,4331, nee, 619 MHz. Ich denke mal, dann wird das hinhauen. Der hier funktioniert auch. Das hier hinten ist ein Flipflop. Kam nicht drauf, wo ich das erste Mal gemacht habe. Ist ein Flipflop. Aus Q8 kommt ein Signal raus, geht auf 12, passt auch. Das aus 9 kommt auch raus. Da kommt auch ein Signal raus. Allerdings nicht auf die 5-Volt-Leitung. Das geht nicht da oben drauf. Das ist, ja, weiß nicht wieso die das so gemacht haben. Wahrscheinlich wegen Spannung, keine Ahnung. Aber hier wird die Spannung geblockt, die Gleichspannung. Hier geht eigentlich nur das AC durch, also das Signal auf den Quarz. Und eine Seite ist relativ schwach. Ich versuche das gleich mal mit einem Oszilloskop zu zeigen, wie das aussieht. Einmal mit dem Quarz drauf und einmal mit dem 8 MHz, den ich da noch habe. Versuche ich mal zu zeigen, wie das Signal, wie das aussieht. Ich meine, ich habe einen Unterschied gesehen, dass der hier keine Sinus rausschmeißt. Relativ verzerrt, glaube ich. Kann aber auch am Ossi liegen, weiß ich nicht. Und der 8 MHz war hier hinten oder hier oben nachher an einem Kollektor eher wie ein Rechteck oder so. Ich muss ich noch mal gucken. Ich habe das jetzt gestern Abend noch gemacht. Ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf. Ich werde es aber gleich mal versuchen, auf dem Oszilloskop zu zeigen. Unterschied 4,4433 MHz oder 8 MHz. Also die 4,4 MHz oder 8 MHz. Werde ich gleich mal versuchen zu zeigen, den Unterschied, wie es aussieht. Und vielleicht zeige ich auch noch mal das Bild noch mal mit dem Quarz. Mit dem Quarz und mit dem 8 MHz Quarz, aber mit dem Antennenausgang. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich mache mal kurz Licht aus. Das wäre jetzt mit dem 4 MHz Quarz und über Antennenausgang.
Seht ihr ja schon. Da ist kein Blau, nichts drin. Jetzt zeige ich euch mal auf den Oszilloskop, wie das Bild vom Quarz aussieht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist die eine Seite vom Quarz. Und das ist die andere Seite vom Quarz. Na gut, das sieht noch ganz gut aus. Das sind jetzt 0,2 Mikrosekunden pro Division. Wenn ich jetzt auf 0,1 gehe. So, das wäre jetzt mit dem 8 Megahertz Quarz. Man sieht schon, es ist weiß, es sind alle drei Farben da. Auch wieder über den Antennen-RF-Ausgang hier. Kann man ja sehen, kann ich ja drin spielen. Das nennt sich Amiga Test Kit. Es ist jetzt nicht so berauschend. Es sollte eigentlich ein bisschen mehr Rot drin sein, aber es sind die Farben sind da. So, und jetzt gucken wir noch mal das Oszilloskopbild. So, Pin 1. Also die eine Seite, die ich zuerst gemessen hatte, das ist ein Rechteck. Ich bin hier auf 0,1 Mikrosekunde. Also 100 Nanosekunden. Gehen wir auf 0,2. Also 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Eine Mikrosekunde. 1,5 Mikrosekunden. Die eine Seite und die andere Seite. Die, wo eigentlich das andersrum, das sieht jetzt hier genau andersrum aus. Das wäre eigentlich die Seite, die, wo der Quarz so ein großes Signal gemacht hatte. Das große Sinussignal. Das ist jetzt hier genau andersrum. Und da ist ein Rechteck. Verändert sich auch die Farbe, wenn ich da drauf gehe. Und jetzt werde ich mal eine Sache machen. Ich werde mal den Quarz komplett ablöten. So. Jetzt habe ich ein komplett schwarz-weißes Bild. So, aber das interessiert ja jetzt nicht. Jetzt hat er nämlich gar kein Quarz mehr. Das ist das Bild schwarz-weiß. So. Das wäre das, was vom Flipflop kommt. Und das ist das, was auf der anderen Seite vom Quarz rauskommen würde. Was hatte ich gesagt? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, fünf. Ja, es kommt vom Flipflop, die 1,5 Mikrosekunden. Mit dem 8 MHz Quarz hatte ich Farbe. Und mit dem 4 MHz habe ich es nicht. Habe ich nur ein bisschen. Ich denke mal, es liegt am Quarz und den werde ich jetzt neu bestellen. Oder habe ich ja neu bestellt. Wenn der da ist, werde ich das ausprobieren. Dann werde ich mich nochmal melden. Gut, dann danke fürs Zugucken für diesen zweites Update-Video. Da wird dann noch ein drittes Update rauskommen.